Allah, wenn du andere Möglichkeiten hast und hättest, besser, dass du nicht hinter diese Leute betest. Weil es gibt manche Bid'ah, die uns von Islam rausbringt. Es gibt manche Bid'ah, die mit Kuffer zu tun hat. Und es gibt manche Bid'ah, wie man das macht, du bist immer noch Muslim. Aber trotzdem, Al-Bid'ah sharruha khatir. Und Al-Bid'ah ist schlimmer als große Sünden. Weil dieser Mensch zum Beispiel, dieser Imam, dieser Hujja oder wie der heißt, der denkt, dass er im richtigen Weg ist. Der Shaitan sagt ihm, du bist im richtigen Weg. Aber jemand, der große Sünden macht, er weiß genau, dass er sündet. Und macht immer Dua, dass Allah ihm vergibt. Dass ihm auch Allah recht leitet. Aber Sahibul Bid'ah sagt, ich bin der Beste. Ich folge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aber gleichzeitig, der ist weit weg von Sunnat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie auch ein Gelehrter sagte, mir ist lieber, dass ich unter Schweine sitze, als dass ich unter Leute, die Bid'ah machen. Weil die Leute, die Bid'ah machen, die werden mich anstecken. Aber die Schweine, meine ich, die richtigen Schweine, die werden mich nicht anstecken. Ich weiß genau, dass die Schweine sind. Das heißt, Achi, wenn du andere Möglichkeit hast, lieber, dass du woanders betest. Besonders, wenn du merkst, dass dieser Mensch oder diese Hujja, dass er richtige Sufi ist. Kann sein, dass er fliegt oder kann sein, dass er Allah, was er macht. Hauptsache, musst du aufpassen. Wallahu alam.